Ungarn verbittet sich ukrainische Einmischung in innere Angelegenheiten. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Russland und Ungarn haben einen neuen Vertrag über Gaslieferungen abgeschlossen. Dieser Vertrag rief den Unwillen der Ukraine hervor und man äußerte diesen öffentlich. Ungarn reagierte und verbat sich jede Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Niemand soll sich in die inneren Angelegenheiten Ungarns, insbesondere im Energiesektor, einmischen. So antwortete der Außenminister Ungarns auf die Vorwürfe der Ukraine im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Gaslieferungsvertrages mit Gazprom. Die Lieferungen erfolgen nicht über das Territorium der Ukraine. Ungarn handelt so, wie es seine nationalen Interessen erfordern. Der durch Ungarn abgeschlossene Vertrag hat keinerlei Bezug zur Energiesicherheit der Ukraine oder zu irgendwelchen Streitigkeiten der Ukraine mit Russland. Ungarn unternimmt alle notwendigen Schritte, um die Versorgung seiner Bevölkerung mit Wärme zu gewährleisten. Ich protestiere gegen die Versuche, sich in die inneren Angelegenheiten Ungarns zur Sicherstellung der Heizperiode im kommenden Winter einzumischen. In diese Angelegenheit darf es keine Einmischung von außen geben, so der ungarische Außenminister, der im Weiteren die Ukraine aufforderte, die ökonomischen Interessen seines Landes nicht zu politisieren. Am Montag unterzeichneten Gazprom und Ungarn einen neuen Liefervertrag mit einem Umfang von 4,5 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr im Verlaufe von 15 Jahren. Die Ukraine drohte im Anschluss den Ungarn, Gaslieferungen über sein Territorium aus Russland nach Ungarn zu drosseln oder gänzlich einzustellen. Das ungarische Außenministerium bestellte den ukrainischen Botschafter ein. Man geht davon aus, dass Ungarn sich die Einmischung der Ukraine in seine Souveränität verbieten wird. Am Dienstag melden sich dann auch russische Politiker zu Wort. Der Kreml kommentierte, dass die Ukraine nicht das Recht habe, sich in die inneren Angelegenheiten zwischen zwei anderen Staaten einzumischen. Dmitri Peskow informierte, dass die jetzigen Preise für Gas alle Rekorde breche und Gazprom kurz davor stehe, den bisherigen Rekord für Gaslieferungen nach Europa zu brechen. Man sei bereit, neue Verträge abzuschließen. Er betonte auch, dass es überhaupt nicht notwendig ist, auf die Anschuldigungen der Ukraine zu reagieren. Der langfristige Vertrag mit Ungarn garantiert die Belieferung auf einem ökonomisch vorteilhaften Transportweg für das Land. Dabei werden keinerlei Normen, internationale oder Handelsnormen, verletzt. Und somit ist es klar, dass kein Land, so auch die Ukraine, das Recht habe, sich einzumischen. Auch im russischen Föderationsrat reagierte man auf die neue Situation, die zwischen Ungarn und der Ukraine entsteht. Die Ukraine habe einfach nicht das Recht, anderen Ländern Bedingungen zu diktieren. Wieso glaubt die Ukraine, dass andere Länder ihre Gaseinkäufe in Russland mit der Ukraine abzustimmen haben? Im Föderationsrat zeigte man sich überzeugt, dass das Verhalten der Ukraine nicht nur Ungarn und Russland beunruhigen sollte, sondern bald auch andere Länder der Europäischen Union. Es ist schon jetzt zu sehen, dass die Europäische Union genervt auf immer wieder neue Forderungen und Anschuldigungen der Ukraine reagiert. Am besten wäre es, meinte man im Föderationsrat, wenn die Ukraine die Europäische Union und NATO zukünftig zufrieden lässt. Und umgekehrt ebenso, die Europäische Union und die NATO die Ukraine vergessen. Senator Dzhabarov kommentierte, dass es wohl nach Auslauf der vertraglichen Regelungen mit der Ukraine im Jahre 2024 kaum jemand geben wird, der ernsthaft auf neue Verträge mit der Ukraine besteht. 30 Jahre wurde Gas durch die Ukraine geleitet und 30 Jahre bestanden einfach nur Probleme.
Entweder waren es die Preise oder die Bezahlung für Lieferungen oder sonst irgendwelche Bedingungen, die störten. Wer braucht schon diese Probleme? Fragt der Senator. Der Senator forderte, dass die Ukrainer endlich selber etwas auf die Beine stellen sollten und nicht die Leitung ausbeuten, die ihnen als Erbe aus der Sowjetunion verblieben ist. Es sei daran erinnert, dass bisher immer Russland beschuldigt wurde, Gaslieferungen als politische Waffe einzusetzen. Was jedoch in der bisherigen Geschichte Russlands bzw. der Sowjetunion niemals geschehen ist. Die Ukraine droht nun öffentlich mit Lieferboykott und bisher erfolgten keine Reaktionen der westlichen Staaten mit der Ermahnung an die Adresse der Ukraine, Energielieferungen nicht als politische Waffe einzusetzen. Aufmerksame Beobachter und Zuhörer von Äußerungen russischer Politiker werden in den letzten Wochen bemerkt haben, wie durch Russland betont wird, dass man Gaslieferungen auch zukünftig auf der Grundlage wirtschaftlicher Kennziffern und im Wettbewerb durchführen wird. Ein wesentlicher Faktor für die Preisbildung bei Gas sind die Transportkosten und die dazugehörigen Transitgebühren. Es bleibt abzuwarten, welche Transportkosten bei dem Transport von Gas durch die Nord Stream 2 Leitungen entstehen und welche Preise die Ukraine nach 2024 fordern wird. Wenn die europäischen Verbraucher bereit sind, höhere Preise für Gas zu bezahlen, kann natürlich das Gas auch weiterhin durch die Ukraine geleitet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.